deshalb fragen sich Leute, wie sie das damals ausgehalten haben. In diesem Jahr wird zum 50. Mal dem Mauerbau gedacht. Wie vermittelt man jungen Menschen Geschichte in einer Weise, die sie erlebbar macht? Das zeigten Freya Klier und Elke Urban auf dem Schülerprojekttag der Konrad-Adenauer-Stiftung. In zwei verschiedenen Workshops zeigten sie den Schülern, was die Mauer und die Diktatur für den Alltag von Jugendlichen bedeutet hat. Wie lange dauert es noch? Wann wirst du endlich Pionier? Der Direktor hat es natürlich gemerkt, hat gefragt, Mensch, du hast doch immer noch nicht Pionier in deiner Klasse. Steh auf, wenn ich mit dir rede. Wie lange dauert es noch? Wann wirst du endlich Pionier, Norbert? Das müsste ich mit meinen Eltern besprechen. Ja, das weiß ich, dass du das mit deinen Eltern besprechen musst. Aber entscheidend ist ja, ob du es willst. Ja. Elke Urban, die 5 Jahre lang als Lehrerin in der DDR tätig gewesen ist, simulierte eine Heimatkundestunde der 3. Klasse von 1985. Dabei greift sie auf die DDR-Unterrichtshilfen zurück, Empfehlungen für Lehrer, wie eine Schulstunde aussehen sollte. Wie die Stunde dann läuft, das ist jedes Mal ein Experiment. Das ist klar, dass Schüler unterschiedlich reagieren und sie sollen nicht einfach nur nachspielen, sondern sie sollen widersprechen. Und das ist eigentlich die große Überraschung auch für viele Jugendliche, weil sie denken, ja gut, jetzt spielen wir was miteinander und dann ist vorbei und dann wissen wir, wie es war. Ihre eigentliche Aufgabe ist aber, sie sollen Zivilcourage trainieren, weil sie die auch heute brauchen. Das ist der Sinn der Übung. Und sie sollen feststellen, da wird einer gemobbt und ich muss mir jetzt überlegen, wenn ich den verteidige, geht es mir vielleicht in der Stunde nicht mehr gut, also lasse ich es lieber. So die typische Haltung, die wir alle viele Jahre lang antrainiert haben, nicht widersprechen, alles machen, was der Lehrer sagt, dann geht es dir gut. Dann wirst du gelobt, dann bekommst du eine gute Zensur. Das hat ja gut funktioniert und das funktioniert, leider ist es so, in allen Diktaturen, ohne Mitläufer gäbe es keine Diktaturen. Freya Klier, Autorin und Dokumentarfilmerin, versuchte als 18-Jährige aus der DDR zu fliehen und wurde danach verhaftet. Klier las aus ihrem Buch Michael Gartenschläger – Kampf gegen die Mauer. Der 17-jährige Michael Gartenschläger wurde 1961 wegen seines Protests gegen den Bau der Mauer festgenommen. Ich habe gesehen, dass das arbeitet bei ihnen. Ne? Sie können sich immer Dinge gar nicht vorstellen. Also alleine als ich vorgelesen habe, wie in diesem Schauprozess plötzlich für Jungs die Todesstrafe beantragt wurde. Und da haben die geguckt natürlich. Ne? Was? Was war das gerade? Todesstrafe? Was? Lebenslänglich? Ich bin oft in Schulen, also ich versuche so eine Woche im Monat mit Schülern zu arbeiten zum Thema Diktatur und Demokratie. Wo ist der Unterschied? Also eine Diktatur wirklich vorzustellen, plastisch, anhand des Dritten Reiches mache ich das oder der DDR-Geschichte, die ich selber 38 Jahre lang erlebt habe, erleben musste. Und zwar mache ich das zum einen, weil ich interessiert daran bin, dass junge Leute, die ja sehr weit weg heute sind von einer Diktatur, also wenn sie hier aufgewachsen sind, dass sie wissen, wo sie herkommen, was unsere Geschichte ist. Auch das, was an Auseinandersetzungen noch in den älteren Generationen vorhanden ist, immer so mitschwingt. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, dass es mir darum geht, ihnen bewusst zu machen, dass wir heute mehr als 50 Länder noch haben auf der Welt, die Diktaturen sind. Ich selber bin in mehreren Menschenrechtsorganisationen und sehe also, wie es anderen Leuten geht. Und dass es die Aufgabe dieser jungen Generation sein wird, sich eben auch international zu engagieren für andere Menschen in einer Welt, wie gesagt, wo die Menschen nicht frei sind, wo es noch keine Menschenrechte gibt. Nicht nur zum Jahrestag des Mauerbaus, sondern zu vielen anderen politischen oder gesellschaftlichen Themen wendet sich die Konrad-Adenauer-Stiftung spezifisch an Jugendliche. Wir haben eine extra Rubrik, die sich Junge Akademie nennt, wo wir mit speziellen Formaten eben versuchen, politische Bildung für Jugendliche interessant anzubieten, weil diese übliche Form mit 45 Minuten Vortrag und anschließender Diskussion eigentlich so, wie es die Schüler eigentlich aus der Schule, aus dem Unterricht kennen, die Zeiten sind eigentlich vorbei, sodass wir eben heute spezielle Formate entwickeln.